Ich heiße Paulino Miguel, ich bin 48 Jahre alt und bin Empowerment Trainer. Ich bin im Befreiungskampf aufgewachsen, portugiesische Armee gegen die Frelimo Armee in Mosambik. Und die Eltern haben erklärt, dass es um Befreiung von Mosambik ging. Ich konnte damit nicht ganz anfangen, aber ich wusste, dass man hat gekämpft, weil irgendeine fremde Macht da war. Und es ging, dass die Leute nicht versklavt werden. Deshalb bin ich sozusagen Kinder von Befreiungskämpfer. Das war 1979. Ich glaube, am 24. Februar wurde ein Vertrag geschlossen zwischen Mosambik und der DDR. Das ist der Vertrag über zeitweilige Beschäftigung mosambikanischer Werkstätten in der DDR. Über diesen Vertrag sind die Arbeiter hier nach Deutschland gekommen. Extra dazu wurde ein Vertrag gemacht für Ausbildung von mosambikanischen Jugendlichen. Hintergrund war, dass Mosambik, nachdem die Portugiesen weg waren, hatten wir eine Bevölkerung, ich glaube, wir waren so über 13 Millionen, und die 92% konnten nicht lesen und schreiben. Das heißt, wichtige Schlüsselpositionen waren von den Portugiesen besetzt und die Portugiesen waren weg. Und die Idee war, wir bilden unsere eigene Kader. Und wer konnte das machen? Die DDR. Ja, weil man konnte sich damals nicht vorstellen, dass zum Beispiel USA oder BRD, das war ja Klassenfeind. Und dann gab es diese Verträge extra, wo man gesagt hatte, wir bringen 900 Kinder oder Jugendliche aus Mosambik hierher. Und die sollten Beruf erlernen und wenn sie fertig sind, in Mosambik das implementieren. Ich erinnere mich bis heute, der Lehrer hat so ein weißes Papier, da stand die Pauline in die DDR, Paulino para RDR, auf Portugiesisch. Wirklich ganz groß, Paulino para RDR. Und dann muss man sich vorstellen, keiner wusste im Dorf, was ist RDR und warum Paulino. Wir wussten von diesem Programm gar nicht. Damals konnte sich niemand erlauben zu sagen nein. Weil die Partei hat so entschieden, es muss richtig sein. Und er hat gesagt, er war der Beste in der Schule und die Beste wollen wir für eine Ausbildung im Ausland. Und dann war es. Als ich hier kam, war ich fast 12 Jahre alt. Wir sollten 7 Jahre bleiben und dann danach zurück nach Mosambik. Wir sind jetzt genau, wo ich am 13. August 1982 angekommen bin. Die Stadt Staatsfurt und das ist die Schule der Freundschaft. Und das sind sozusagen, das ist eine meiner ehemaligen Klassenraum hier. Wir hatten hier in diesem Gebäude Unterricht. Jede Gruppe hatte seine Hauptklasse. So, ja. Und man sagte, hier ist für uns Klasse 10. Ich war von der Klasse 10 und wir wurden nummeriert. Also ich war in Klasse 10, Nummer 5. Und diese Nummer wurde hier hinten eingraviert. Hier und stand überall, selbst in Strumpfe war das eingenäht. In Wohnheim war es sehr unangenehm. Das war eine Etage, 12 Leute, eine Toilette. Ja. Und hier eine Toilette und eine Dusche. Einer ging raus, einer ging rein. Und so, dass du nie die Zeit hattest, irgendwo hinzusetzen und sagen, okay, ich lese hier ein Buch. Viele haben zum Beispiel Taschenlampe gekauft, damit wenn die anderen schlafen, dann haben sie gelesen. Aber so Ruhe hattest du nie. Es war verboten, das Gelände zu verlassen, ohne Genehmigung. Aber diese Genehmigung kam viel später, wo wir Berufsausbildung so hatten. Wir hatten keinen so Kontakt. Die ersten Kontakte wurden organisiert. Als wir angekommen sind, hatte man uns Familien vermittelt, die uns um Weihnachten eingeladen haben. Mancher wurde nur einmal eingeladen, nie wieder. Ich hatte zum Glück meine Familie immer.
Zum Beispiel, wenn wir rausgegangen sind und haben Pioniere getroffen, wir waren so Jugendorganisation aus Mosambik, es haben die jungen Pioniere oder FDJ später, da sind auch Freundschaften entstanden. Und die haben versucht, später sich anders zu treffen. Und dann ist man bei den Zaun irgendwie, ist man selber, hatte man selbstständig gemacht und ist man aus dem Zaun geturmt. Und dann hatte man diese Kontakte. Aber die hatte man selber gesucht, illegal. In diesem Alter ist natürlich, es war so, das waren 200 Mädchen. Das heißt, wer hier keine Chance hatte, muss auf den großen Markt, also muss er raus. Ja, deshalb haben wir diese Zaun gestürmt und suchten Kontakt. Ja, und ich war einer von denen, der hier intern keine Chance hatte, und dann muss ich dann raus. Ja, und dann sind wir in Diskotheken und haben versucht, da unsere Glück zu hören. Und ich hatte tatsächlich eine Freundin. Und teilweise waren wir, ich weiß nicht, vielleicht wie Exoten. Weil die ersten Jahre hat die uns so überall hingeführt, war kein Problem. Aber je älter wir wurden, so ab 15, 16, da war teilweise Schluss mit lustig. Da gab es zum Beispiel Orte, wo man angekommen ist und da beschimpft wurde, man wusste nicht, warum man beschimpft wird. Oder man ist in einen Club gekommen und man wurde nicht bedient. Ja. Aber das kam viel später. Ja. Und als wir die Ausbildung beendet haben, sind wir alle nach Mosambik geflogen. Und nächsten Tag war ich schon irgendwelche Bürgerkriege, die ich nicht wusste, worum es ging. Ja, wir mussten alle in diesem Bürgerkrieg gekämpft und wir haben viele Kollegen verloren. Irgendwann ging es so Richtung Rette sich, wer kann. Ja. Und von da aus liefen noch die Verträge wegen Arbeit nach Deutschland. Und dann sind wir wieder zurück. Ich bin dann 1989 nach Deutschland gekommen und bin in Wernigerode gelandet. Ja, das war so ein Metallgusswerk Wernigerode. Da habe ich als Schlosser gearbeitet, als Hydraulik-Schlosser. Und dort waren wir, glaube ich, so um die 45 Mosambikaner. Ich war dort Facharbeiter. Man muss bedenken, dass für die DDR, egal welche Ausbildung man hatte, man wurde egal eingesetzt. Und das war ein Metallguss, die Leute waren in der Gießerei. Ich habe gestreikt mit alles drum und dran. Ich habe gesagt, ich muss in meine Berufe arbeiten. Ich habe wirklich riskiert, dass sie mich auch abschieben. Aber ich wollte auf keinen Fall was anderes machen. Und dann, nach einer Woche, habe ich dann diese Stelle als Hydraulik geschlossen. Es gab Schichten, wo überwiegend Vertragsarbeiter waren. Dann gab es Schichten, wo überwiegend Deutsche waren. Wenn wir uns getroffen haben, dann musste man irgendwie gegen die Pläne arbeiten und dann hatte man sich getroffen. Und das fand ich ganz interessant. Oder hatte man Glück, dass in seiner eigenen Schicht zwei, vier Deutsche, man hat sich verstanden und dann ist man mit denen vielleicht in die Kneipe gegangen. Das heißt, es lag tatsächlich, dass die Leute gar nicht, also dass die Schicht so gewählt wurde, dass die Leute gar nicht getroffen haben. Man war angewiesen, irgendwie durch diese Zufallstreffen oder organisierte Treffen gab es auch, wo die Leute Disco gemacht haben und dann hat man Deutsche eingeladen. Also die Einladung lief, aber das war immer so was Organisiertes. Aber nicht, wo man gesagt hat, ah, heute langweilig, ich gehe da oder ich habe gehört, da steht, ich spiele die Gruppe X und dann gehe ich dahin. Solche Fälle gab es wenige. In Wernigerode gab es Vertragsarbeiter aus Vietnam und aus Mosambik. Aber wir hatten unterschiedliche Wohnheime. Wir haben uns gezielt verabredet, aber das war sozusagen nicht erwünscht. Ja, man ist einfach abends dahin gegangen, weil die Vietnamesen haben was verkauft. Oder einige Vietnamesen durften nicht viel Reis kaufen, da haben wir für die gekauft. War ganz interessant. Aus heutiger Perspektive weiß ich, dass es eine Mangelwirtschaft war. Aber ich habe erlebt in Wernigerode, wo wie eine Vietnamese reinkam
und hatte mehr als 3-4 Packungen Reis genommen. Da kam die Verkäufer, hatte das wirklich, sie durfte nur 2. Aber wir durften Reis kaufen, wie wir wollten. Aber eigentlich wollten wir mehr Grieß oder Hähnchenfleisch, aber die Vietnamesen waren wirklich, man hat aufgepasst. Und die waren sowieso viel. Ja. Und da haben wir uns gegenseitig geholfen. Alles, was wir gebraucht haben, haben sie für uns erledigt und umgekehrt auch. Oder die hatten tolle Klamotten, die sie selber genäht haben, haben wir bei denen gekauft. Also wir fanden schon Möglichkeit, uns zu treffen, aber es war nicht gewünscht. Als die Wende kam, wir hatten Hoffnung. Ich hatte ganz schnell die Idee, nach Hause zu fliegen, begraben. Weil wenn wir nicht mehr unter Kontrolle von diesen DDR-Organen und homosamikanischen Organen, und dann kann ich das machen, was ich, was ich mal geträumt habe. Ich wollte zum Beispiel zu DDR-Zeit Abitur machen. Es ging nicht und dann habe ich habe immer geträumt, wenn jetzt was Neues ist. Und am 30. Ich glaube so, das war im September 90, war mein Vertrag gekündigt. Die haben po a po gekündigt. Ja. Und wenn man gekündigt war, hatte man keine Chance mehr von heim. Man hatte praktisch nur auf seine Abreise gewartet. Das Bleiben war nicht vorgesehen für keinen. Es wurde immer, wie hat sie berichtet, ja, hunderte Vietnamesen sind nach Westen abgehauen. Und ich habe immer Neues Deutschland gelesen, Neues Deutschland, die junge Welt. Und es wurde immer berichtet, wie viele Leute abgehauen sind. Und das waren meistens die Leute aus Vietnam. Und irgendwann kam ich auf die Idee, naja, das könnte eine gute Idee sein. wo sie hingehen, da würde ich die finden. Eigentlich hat mich das ermutigt. Ich bin einfach von Wohnheim abgehauen. Ja, ich war einfach weg, von heute auf morgen. Ich habe natürlich Tipps von vielen Menschen bekommen. Also es gab viele Leute, die solidarisch waren. Teilweise haben sie mir Geld ausgeliehen, weil meine Geld, was ich da hatte, waren fast alle, haben mir Geld ausgeliehen. Es gab Deutsche, die gesagt haben, du kannst bei mir wohnen. Ich habe auch da gewohnt, die haben mir was zu essen gegeben. Die haben mir auch gesagt, wir begleiten dich zur Behörde. Ich habe meinen Status legalisiert, aber viel, viel später, erst 2006, habe ich meinen dauerhaften Aufenthalt bekommen. Ja. Man bedenkt, ich bin mit knapp 12 Jahren gekommen und war mit der Ausnahme vielleicht nur 8 Monate in Mosambik. Das heißt, mein ganzes Leben hier, aber trotzdem hat man das nie anerkannt oder so. Das Gegenteil, man wird behandelt, als wäre man gestern gekommen. Das heißt, ich sehe jetzt meinen Beitrag, in dem ich sozusagen diese Herausforderung fortsetze, damit wir den Deutschland haben, den ich mir immer wünsche, eine offene Deutschland, ein Deutschland, von, ja, wo alle ihren Platz haben. Und mein großer Wunsch, es muss eine neue Geschichte geschrieben werden. Das, was ich heute erlebe, das haben die Gastarbeiter sozusagen erkämpft. Das haben die Studenten, die in den 70er oder vor Jahren erkämpft. Das haben die Überlebenden vom Zweiten Weltkrieg erkämpft. Und deshalb sage ich heute, wir haben zusammen die DDR zu Grabe getragen. Weil es gab schon damals Schüler oder Vertragsarbeiter, die versucht haben abzuhauen. Die haben nach Freiheit gesucht. Das heißt, diese Freiheit, diese Zwänge, diese Enge hatten nicht nur die Deutschen, wir haben alle gespürt. Mittlerweile finde ich, es war eine gute Entscheidung, in Deutschland zu bleiben. Immerhin hatte dieses Land die Hälfte mein Leben bestimmt. Und heute bin ich da, um mitzugestalten und nicht gestaltet zu werden, sondern ich mache mit. Und heute erkenne ich als mein Land. Deshalb, alles, was ich mache, ich sage nicht mehr, ich mache für irgendwas und ich mache für mein Land hier. Es war ein Schicksal, aber kein schlechtes Schicksal. Es war auch okay so, dass ich hier gelandet bin. Ich trauere die DDR gar nicht, aber es war ein wichtiger Grundstein für meine Zukunft gelebt, sonst hätte ich keine Zeugnis, alles. Das heißt, die Zeit in der DDR war auch wichtig für meine Zukunft. Aber es gibt hier was zu verteidigen.
Und in dem Moment, wo man Vielfalt sagt, ja, wenn man sagt, Deutschland ist vielfältig, ja, und man versteht die Vielfalt, das ist so verlogen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit dem Gesicht zeige, das ist die richtige Demokratie. Wer verteilt die Demokratie, indem wir sagen, nee, mit uns kann Deutschland besser sein. Und ich habe eine deutsche Zeugnis, ich habe eine deutsche Hochschulabschluss, ich habe meine erste Freundin, war hier, also mein ganzes Leben. Und wenn ich das verschenke, wenn ich mich als Passant sehe, und dann habe ich gar nicht gelebt. Und ich musste leben, deshalb gehöre ich hierher. Und es war eine gute Wahl. Und das heißt, für mich, ich stand von Anfang an fest, dass ich meine Chance suchen würde.